Willkommen zurück bei Super Paper Mario. Im letzten Part haben wir Blockstadt erkundet und haben jetzt die fünfte Tür freigeschaltet. Die in weiteren Herzsäulen werden alle in Blockstadt zu finden sein. Ich habe gerade auch noch mal ein paar Items weggemacht, einfach zum Lagern. Und habe noch mal kurz gepennt, damit die 7 KP wieder drauf sind. Dann begeben wir uns auf 5-1. Immer noch in Sorge um Tippis Wohlbefinden öffneten Mario und Freunde die fünfte. Das klingt so wie. Öffneten Mario und Freunde die fünfte Tür. Sie mussten immer noch 3 reine Herzen finden. Drohende Zerstörung der Welt rückt in alarmierender Geschwindigkeit näher. Würde Mario noch genug Zeit bleiben, um ein Happy End herbeizuführen? Und was hatten sich Graf Knickwitz und Schergen wohl schon wieder einfallen lassen? Dieses Abenteuer wurde mit jedem Schritt gefährlicher und spannender. Level 5-1 im Zentrum von Klippdorf. Bisschen Mysteryland-mäßig. So archäologisch. Kann schon sein. Was ist denn die Tür da oben? Wo sind wir nur? Eine schlechte Aussicht von hier oben. Leider ist kein reines Herz erkennbar. Moment, von hier oben? Du meine Güte, zum Glück gibt's keinen Fallschaden. Klippo, Tibidio. Großer Felsen, der über uns wacht, Klippulanern und kleine Felsen brauchen Hilfe. Hilf Klippulanern da oder Klippulaner bald weg. Andy ist nah, nein, wir klippen weiter. Rette Klippulaner da. Klippli, klippli, klappli, du, klippi. Klipp! Was zum Klipp? Ist in Ordnung? Boah, Maleo, Mensch vom Himmel gefahren da. Ja, Kassar, fast verrückt geworden da, ja, komisch geformt. Warte, ja, vielleicht von Grimster Fels, der über uns wacht, geschickt. Das haarige Etwas da. Ja, Grimster Fels, der über uns wacht, schickt unguten Typen. Hüte Zunge da, zweifle nicht an großer Fels, der über uns wacht. Ganz beklippt da. Hört sofort auf damit. Jetzt ist es anders, somit spielen wir Tippi und müssen Mario retten. Die noch von großer Fels, der über uns wacht, die große Blocken, wir noch Kiesel. Moin Hollerwelt, sind wir denn hier gelandet und wer sind überhaupt die? Dieses Land von Klippulana, ich Klippulana, ja auch Klippulana. Das ist nicht schwer, da egal, großer hier ist Marmor, Chef aller Klippulana. Klippulana, wie bitte? Und großer Dino von großer Fels, der über uns wacht. Klippulana, hier unten Probleme, schwere Probleme, große Gefahr. Eines Tages mutierte Pflanzen kommen, Namen Florosapiens. Sapiens. Schnappen sich Klippulana, wir aber friedlich, sie nicht friedlich. Rettungstrupp von uns, jetzt muss gerettet werden, wir am Ende mit Latein. Wir retten Klippulana, Mamor, keine Idee, hat immer mehr geschnappt. Lieben da, entweder wir finden Lösung oder wir alle bald. Weg da. Ihr zuschneiden Florosapiens, Sapiens, ihr retten unsere Kumpels, ihr helfen Klippulana. Ja. Ihr uns nicht hängen lasst, Klippulana schulden euch viel da. Spitze Klippu Ripple. Ja, absolut spitze. Großer Fels, der über uns wacht, euch sicher geschickt. Stimmt, finde ich besonders. Schrecklich, der alte König Krakus wird gekernt wird. Was? Klippulana entführt, bitte Klippulana, brauchen Hilfe da. Dina von Großer Fels, der über uns wacht, ihr Titel versteht da. Bitte helft uns, ihr helfen Klippulana, bitte.
Oh Junge, habe ich die Stimme jetzt durchgehen, wie ich durchziehen kann, Alter. Das bringt mich um. Wer weiß denn das? Hey, sieh dir den mal an. So einen hatten wir hier noch nicht, oder? Na, hast du echt, Mann. Muss eine seltene Züchtung oder sowas sein, oder? Seltene Züchtung, genau. Wir könnten wir eigentlich zum Polieren des reinen Herzens verdonnern, Mann. Ja, lass dich doch mitnehmen, Mario. Mario, diese seltsamen Kreaturen scheinen etwas vom reinen Herzens zu wissen. So, der König Korkus flippt aus, wenn wir ihm die so eine Spezies bringen. Klopfen wir sie erst ein bisschen weich und transportieren sie dann ab. Mario sollte sie einfach mitnehmen lassen, wenn er zum reinen Herzen will. Alter, der Kopf ist einfach weg. Boah. Es scheint, als ob der Anführer dieses Pöbels sein reines Herz besitzt. Wir sollten ihn suchen. Hilfe! Ja, die wurden einfach mitgenommen. Die Florosapiens entführen weitere Dorfbewohner. Ah, wir werden uns hier aber noch ein bisschen umschauen, ob wir irgendwas denn entdecken können. Ja, also auf der Seite schon mal nicht. Das war das Haus vom Häuptling, oder? Ja, da müssen wir nicht hin, obwohl. Interessante Steinstereoanlage. Das sieht aber wohl nicht besonders gut. Ich sehe hier drin dieses. Sir, I clip. Hier wohnt, dass er damals Haus verlässt, aber damals ist schlauer, da. Also das ist ein Fernseher. Wieso funktioniert der jetzt erst aus Stein? Aber wir müssen um irgendeinen Yoshi rumlaufen, wie es aussieht. Der Polaner nicht da, die nicht. Ja, sehr schlau. Statt einfach nichts zu sagen. Dämliche Florosapiens, ihr seid zu nichts gut. Das ist ein Mini-Haus. Da ist auch ein Mini-Durchgang, was ist denn das alles? So aus, als würden wir in diesem Kapitel die Fähigkeit dazu bekommen. Sie fliehen, ich frag mich, wohin sie fliehen. Wir sollten ihnen folgen. Also wir gehen erstmal in die andere. Es ist der Asi, der uns aus dem Kapitel schleudert. Ich hätte ihn vielleicht scannen sollen, dann wüsste ich es jetzt. Ich bin hinter der Röhre, du kannst mich nicht erwischen. Ich komme hier nicht durch. Oh, ich kann ihn nicht nehmen, Alter. Ich check's jetzt erst. Der hat lang genug gedauert. So, jetzt aber. Ach, Junge. Aber komm mal in die Röhre rein. Na, Töne. Ach, komm mal. Die halten aber mehr aus. Was alles tun wir für eine Truhe? Bowser 2. Ist dann wohl Bowser im Hochzeitsanzug? Ist ja immer schön, wenn wir schon mal ein paar Karten mitnehmen können, die wir später nachholen müssten. Bei Bowser 2 werden wir wohl nirgendwo anders finden. Das können wir vielleicht kochen, eine Wurzel. Frühlingsschilf. Was? Das Ziegenkapier und Vergiftung halt. Da sind wir hergekommen. Die Bomben auch kurz weg.
Noch mal eine Wurzel. Ich habe jetzt keine einzige große Münze gesehen. Naja. Hier ist wohl nichts in der Röhre. Was ist denn hier unten? Ah, eine Truhe. Vielleicht Pilzmix wieder? Nee. Mondkirk. Wir sind jetzt zwar nicht auf dem Mond, aber. Die existieren irgendwie auch. Darüber reden wir jetzt nicht. Ich mache Skybizzle Konkurrenz mit Paper Mario 3 bis. Ich dachte mir, das wäre die sinnvollste Reihenfolge 1-3-2. Meine Güte, hast du sie gesehen? Dort drüben. Ja gut, Alter. Darüber reden wir jetzt nicht, dass ich das irgendwie gewusst habe. Aber eins ist klar, diese Gegner geben viel Erfahrung. Haben dafür aber auch viele Leben. 40, 5, 60, 70, 80. Ja, irgendwann reicht's auch mal. 90 Schaden habe ich den jetzt, glaube ich, gemacht. So, nächstes Level up sollten wir durch die Gegner gleich erhalten. Und da sind schon wir. Oh nee. Da musste ich mir irgendeine lange Reihenfolge merken. Es sind zwar wieder nur drei Blöcke, aber man muss welche mehrmals anstoßen. Ich bezweifle, dass ich das irgendwie weiß. Da müssen wir wieder zum Anfang zurück. Weil irgendeiner im Dorf sollte uns das sagen können, was die Kombination ist. Vielleicht können wir uns hier auch eine Sprungkombo aufbauen. Nein. Ich hab gleich das Level up. Yes. 35 KP. Die Punkte steigen weiter. Let's go. Da haben wir uns so richtig viele Punkte mitgenommen. Ja, wo gehst du denn hin, Alter? Hier drüben bin ich. Ach, ja, bitte. Unser nächstes Level up brauchen wir wieder 50.000 weitere. Muss ich nur schauen, ob einer der Klippulaner irgendwie jetzt finden ist, weil die können mir die Kombination sicher sagen. Ich glaube, mich zumindest daran erinnern zu können, dass es so war. So, hier sind wir hergekommen. Ganzer Weg zurück, bisschen scheiße, aber ich glaube, der war es sogar. Die Kulaner leben ewig hier, jagen in Frieden, aber bald Ende für Klippulo. Loris Sapiens schnappen alle Klippulaner Arak. Vom Blut zur Fels, der uns wacht, wir fliehen die Schamen, hilf uns Klippulaner. Wir werden den Flussklipp jeden Tag in Flussklipp rein und wegklipp. Was aber Rosso macht, Müll und Fluss werfen, was glaubst du denn? Wir gehen zurück in die Natur, da Müll nicht verschwenden, weiß jeder. Okay, die sind ziemlich dumm. Nur noch schlechte Laune, nicht Gesicht von Personen, die alles auf Reihe bekommt. Kassara weiß, Rat kann Lächeln auf Gesicht zu haben, wenn du hörst. Zern. Kassara nicht erzählen umsonst, aber keine Sorge, da Kassara nicht für Münzen. Nur schnell Bitte sagen, danke Kassara, wie erzählt.
Okay. Da, ich kann jetzt nicht mit der Bewegung stehen. Bitte. Ach. Ach Junge, was willst du denn? Wenigstens kann man im Deutschen schnell bitte schreiben. Obwohl, als ob sich das Alphabet in einer anderen Sprache ändert, bin ich blöd. Was denn aber die Busch? Das war der dümmste Moment jemals. Ja, so gut, oder? Bis du auch jetzt weißt, dass du wirklich jung willst, das auch ganz spüren, oder? Das ist ein Geheimnis für dich. Das ist aber wahr, du vielleicht schreibst mit, damit du nicht vergisst, da. Du Schreibwerkzeug in Nähe. Nicht wirklich. Obwohl. Mit dem DS-Stift kann ich mir kaum schreiben. Aber nichts auch nur mir irgendeine Datei. Nur zu schreiben, wo ist denn jetzt ein Zeuge? Ich habe hier meine alten Amiibo-Blätter. Bewohner, was mich herzlich, dann schreibe ich darauf. Mein alten Malzeug. Hier ist das Bild, was jemand sehen will. Das habe ich vor Jahren gemalt und es hat mir wirklich gar nicht gefallen. Bewohner ist halt einfach herzlich. Haben wir ja auch gerade ein Let's Play zu einem Körtling am Laufen halten. So. Rechts, links. M. R. L. Ah! Alles steht im Weg, Alter. Ich habe auch keinen Platz auf meinem Schreibtisch. Warum bringt einen zweiten auch mit dem weiteren Monitor dann? L. R. M. R. L. R. R. Ja, irgendwann reicht's auch mal. Wie kannst du dir das überhaupt merken? M. R. R. L. M. M. L. Ey. Ja. Es geht ja noch weiter. L. M. M. Ich glaube, das war's jetzt. Das alles du mitgeschrieben, du machst richtig und interessant, was passiert, oder? Ich viel Spaß da, guten Clip im Tag. Ja, man könnte es natürlich auch auswendig lernen, aber das ist dann etwas krank hier. Wie viele Buchstaben sind es? 4, 8, 12, 16, 20. Das sind 25 Ziffern, jetzt habe ich mit dem Dreck auswendig mehr. Oh, wie los bin ich dann auch nicht, aber ich würde Sky zutrauen. So, täglicher Sky, das habe ich auch schon mal gebracht, sehr schön. Also, M, R, ich kann natürlich auch einfach von meinem kopieren. R, M. R. L. R. R. M. R. R. Ich komme schon durcheinander. L. M. M. L. L. R. L. L. L.
Ich habe was falsch eingegeben. Ach, scheiße, ey. Mitte. Rechts. L. L. R. M. Ich bin schon wieder durcheinander. Ach, Alter. Mitte. Rechts. Links. Links. Rechts. Mitte. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Mitte. Rechts. Rechts. Links. Mitte. Mitte. Links. 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 Rechts. Links. 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 Mitte. Mitte. Willst du mich verarschen? Warte, war die Röhre schon vorher da? Ich hab mich komplett vertan, das waren die falschen Blöcke. Oh, Junge, Alter. So dumm muss man auch erstmal sein. Ich hab die Kombination einfach einen Block zu früh eingegeben, Alter. Mir fällt die ganze Zeit nicht auf, dass da eine Röhre nebendran ist. Rechts, Mitte, rechts, links. Rechts, rechts, Mitte, rechts, rechts, links, Mitte, Mitte, links, 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 rechts, links, 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 M, M. Okay, also hätte ich es jetzt falsch aufgeschrieben gehabt, dann wäre ich der Erste gewesen, der die nächste Brücke aufgesucht hätte, aber es ist zum Glück nicht passiert. Jetzt will ich mal schauen, ob hier hinten was ist. Oh. Ist das der Hauptweg oder was? Es kann durchaus sein, dass es der richtige Weg war. Yo, what the? Wo geht's denn dann da drüben lang? Wenn es so ein Secret Exit Green 3D Land, wo ich auf einmal in die nächste Welt komme. Ach, da muss ich da drüben jetzt aber noch abchecken. Als ob das so offensichtlich ist, hier nach rechts zu laufen. Ich glaube, jedes Kind wäre nach links gegangen. Da muss doch irgendwas sein, komm schon. Lass mich nicht hängen. Ich wurde gerade komplett verarscht. Das Spiel hat mich einmal verarscht. Nach links laufen ist wohl das Logischste, weil man rechts keinen Weg sieht. Und dann ist links nichts, aber dafür rechts sind. In irgendeinem Dreckshintergang. Also ich kann nur sagen, das Kapitel hat mich hart durchgenommen, aber es geht natürlich noch härter. Naja, akzeptiere ich so. Und leider, dass ich die Kombination falsch am falschen Ort eingegeben habe, zeigt mir schon meine Dummheit, aber muss ich jetzt mit klarkommen und hoffentlich erwartet uns das dann nicht im nächsten Part. Hier war nichts mehr, hatten wir schon gesehen. Vielleicht noch ein paar Schriften, aber das können wir nicht lesen. Ja, dann beenden wir den Part für heute. Ende des Kapitels. Nächster Part ist dann 5-2. Finden wir vielleicht heraus, wohin die entführt wurden. Bis dahin und ciao.